Ah, du meine Güte, hallo. Ich hatte nicht mit Besuch gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein, wegen dem Kapital B so viel Wirbel macht. Ich darf mich vorstellen, Dr. Puss, die führende Wissenschaftlerin von Hillary Towers. Zumindest war ich das, bis dieser ruhelose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat. Psst, Yuka, was ist mit ihren Armen los? Psst. Hallo, Dr. Puss. Ich bin Yuka und das hier ist Lady. Du scheinst ein paar tentaklige, technische Schwierigkeiten zu haben. Nein, nein, alles ist okay, sogar besser als okay. Ich arbeite nur gerade an meiner Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglicht. What? Nach der fruchtbaren Angelegenheit. An die furchtbaren Angelegenheit. Fruchtbar. Das Logik. Mit Dr. Quack blieb mir nur ein jeglicher Prototyp zurück. Aber jetzt läuft die Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von einem kleinen Vorfall. Ich habe so eine Ahnung, worum es sich dabei handeln könnte. Wenn ihr in dieser Welt das Molekül für mich findet, kann ich den DNA-Tor anwerfen und euch bei eurem Abenteuer helfen? Okay, Doc. Wir werden sehen, was wir tun können. Hauptsache, ich kriege keine Seepocken, Yuka. Mach dir da mal keine Sorgen, Lally. Mach dir da mal keine Sorgen. Molekül, das heißt, dieses Ding, was wir da sehen, ist ein Molekül. Ja, ist einleuchtend, ne? Also, ja. Klar. Oh, da müsste ich jetzt mal hoch. Oh, hier ist Rosa. Schau an, wie krass. Meine alten Kameraden, bitte kommt in mein Büro. Was für ein Büro? Sieht eher aus wie ein zerbröckelter alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer sind an der Sache daran. Die haben schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Aha. Wie dem auch sei. Ich nehme an, ihr seid wegen Trousers berühmten Manövern für Fortgeschrittene. Hier? Ja. Ja, bitte. Wir haben ein paar neue Tricks. Dringend nötig, Trouser. Super, weil ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Bossknacker lernen. Wie für nur 30 Federn ein echtes Schnäppchen. Moment mal, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns Gratiskram. Meine Gratis-Tricks gibt es leider nur in Hillary Towers. In den Welten gibt es das nicht. Sagt's, an welchen Sachen ihr interessiert seid, dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Ah, wie geil! Ah! Drei Tricks lernen wir hier in der Welt. Ah! Okay! Na, ist ja geil. Was gibt's denn da? Sonarschuss. Schieße super Sonarschüsse mit Geheimnisse dazu zeigen. Also die Geheimnisse zu zeigen. Okay. Schlürfe. Essbare Objekte und schieße mit Projektilen. Alles klar. Ein super Trick ist das. Kumpelkracher. Ich nehme einfach mal Sonarschuss. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick lernen willst? Ja. Wir wollen dazu lernen, Trouser.
super. Mit dem nächsten Trick habe ich mal einen Boss aus Welt 3 besiegt. Das war nicht ohne. Ja klar, du kannst dich ja nicht mal anständig anziehen. Hat er gesagt, einen Boss? Oh mein, gibt es besser in dem Spiel? Um Sonarschüsse zu verwenden, benutze Dreieck. Dann schießt unsere lila Freunde brutale Wellen aus Sonarenergie. Hört sich cool an. Sonst noch was? Wurmjunge? Ihr könnt auf Feinde schießen, um sie zu betäuben oder ich konnte das nicht lesen. Unsichtbare Objekte zu sehen. Aber vorsichtig, Kumpels. Jeder Schuss kostet Energie. Ich konnte das nicht lesen, weil ich gerade was sagen wollte und mich nicht drauf konzentrieren konnte. Weil zum verdammten Fick. Was schnarcht da die ganze Zeit? Es geht mir übelst auf den Sack. Habt ihr Interesse an meinem 18-monatigen Versicherungsplan? Man weiß ja nie. Vielleicht habt ihr diesen Trick ja nächste Woche schon vergessen. Oh. Ist das jetzt so als Spaß gemeint oder soll das eine Anspielung sein auf von den Banjo-Spielen von der N64 auf Banjo-Tooie? Wir wissen alle, schlechtestes Banjo-Spiel überhaupt. Schraube locker. Da hat er ja gar nichts gekonnt. Das war so ein Scheißspiel. Passt schon, danke. Geil, okay, das heißt, wir müssen als nächstes dann noch mehr Fehler kaufen, wir noch mehr Moves. Moves, alles klar, ich meine Moves. Kommt bald wieder, ihr werdet diese Tricks brauchen, um euer Buch zu finden. Was schnarcht denn hier? So Dreieck drücken, ja? Ah, das ist... Okay. Unsichtbare Dinge, ach, der schnarcht. So hat er gesagt, unsichtbare Dinge, ne? Aber what the fuck? Ah, doch, oh, es geht. Man kommt hier hoch. Okay. Hier sind ein paar Lappen. Die machen aber auch nichts. Komm ruhig her. Aber war das jetzt alles hier oben? Was hat es mit dem Blumen auf sich oder was auch immer das ist? Ah nee, hier ist was. Oh, wow, wow, wow. Oh, kommt man da so einfach ran? Kriegen wir das mit dem Doppelsprung hin? Oh, nein. Oh mein Gott, man bekommt Fallschaden. Oh, war die Animation gerade cool. Ja, dann egal. Da können wir da auch noch nicht hoch. Uiuiui. Was können wir denn jetzt mit dem Sonar machen? Egal, jetzt gucke ich mich mal hier kräftig um. Gibt ja genügend Dinge. What the f... Bin ich gerade im Busch hängen geblieben? Dein Ernst? So, immer schön fleißig sammeln. Der 100% halber. Und wer bist du überhaupt? Tut mir leid. Ich habe mit dir nichts zu tun, Exe. Oh. Hä? Okay. Okay. Keine Ahnung. Hier gibt es dann wahrscheinlich irgendwann mal was, aber das kann ich noch nicht machen. Hier sind auch ganz viele Pflanzen. Nö. Nee, keine Ahnung. Oh, hier sind Auffedern. War das eigentlich alles hier unten mit der Münze und so? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. War ja auch keine so große Schlucht hier. Oh mein Gott, ich darf jetzt nicht sterben. Ich muss mich noch ein bisschen in die Steuerung fuchsen. Dankeschön. Nehme ich alles an. Und wer bist du? Oh, ihr seht aus wie ein flottes Paar. Hallo, das hier ist Layli. Ich bin Yuka. Und wer bist du? Ich bin Himmelbill. Ihr beide sieht sympathisch aus. Wollen wir mal sehen, wer am flottesten ist bei einem Rennen auf meiner Bahn?
meine ich. Oh, wir machen überall mit, wo es um eine Page geht. Was meinst du, Yuka? Ja, klar, warum nicht? Geht klar. Nimble, machen wir ein Wettrennen. Ein Cloud-basierendes Rennen, wie modern. Ja, also so modern finde ich das jetzt nicht. Los geht's, anschneiden bitte, eine Runde, wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Ah, da muss ich bestimmt rollen, ne, weil da bin ich viel schneller. Ja, okay, los geht's. Okay, okay, okay. Unsere erste Mission. Ich bin gespannt, ob ich das beim ersten Mal schaffe. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, dass... Oh, oh. Das ist schlecht. What the hell? What the hell? Wir haben doch kaum Energie, um das zu schaffen. Das geht doch gar nicht. Ich würde sagen, das ist alles im grünen Rahmen, aber ist es nicht. Ist es nicht? What? Ich glaube, ich habe das total verkackt. Kann man das irgendwie will? Nein, kann man nicht. Alter, war das schlecht. Wie schade, so viel Schweiß und dann nur der zweite Platz. Ja, der dritte geht ja nicht. Ich warte auf die Wiederholung. Habt ihr Zeit für eine weitere Runde? Ja, 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 ich versuch's nochmal. Ich hab nämlich das gesehen. Yuka ist jetzt ausgeruht. Diesmal schneiden wir besser ab. Die Schmetterlinge, man muss die Schmetterlinge sammeln, kann das sein? Ja. So ist es, glaube ich. Alter, okay. Denn die Schmetterlinge geben einen irgendwie aus irgendeinem Grund Energie. Deswegen, ja, sieht so aus. Also ich hoffe auf jeden Fall. Deswegen immer die Schmetterlinge sammeln. Oh, da waren fiese Federn. Auf Mist! Ich darf die nicht schlingen. Ich muss die sammeln. Kann ich das noch schaffen? Nee, ne? Niemals. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Als ob mir jetzt Energie fehlt. Das gibt's nicht. Oh shit. Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Das muss machbar sein. Das muss schaffbar sein. Oder muss man da schneller werden? Gibt es eine Fähigkeit, schneller zu werden? Ja, eigentlich ja nicht. Oder? Ich weiß es ja nicht. Weil was man dazu wissen sollte in Yooka-Laylee, was auch bei Banjo-Tooie und so der Fall war. Man kann meist die Welten eigentlich nicht zu 100% abschießen, da man Fähigkeiten aus anderen Welten braucht. Oh, jetzt läuft's gut. Jetzt läuft's besser. Ich konzentriere mich gerade. Sorry. Ich darf keinen Schmetterling halt verpassen. Die Schmetterlinge sind wichtig. Ah, ich verpasse immer die Fehler hier. Oh, jetzt läuft's ja ganz schmierig. Yeah. Das könnte was werden, Leute. Das könnte was werden. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ja. Okay. Wow, geschafft. Okay. Beeindruckend, unfassbar, dass ihr vor mir das Ziel erreicht habt. Ja, ja. Herr mit der mit dem Pagey, du Zuckerschnute.
Ja, sicher. Mit Sieger gehört die, dem Sieger gehört die Beute. Ihr beide habt es verdient. Oh mein Gott! Sie kackt die Peachy aus. Yeah! Zweite Peachy ist das, glaube ich. Ich wusste jetzt nicht, dass wir eine dritte haben. Ich kann mich kaum daran erinnern. Ich bin so ein Loser. Okay. Das Rennen haben wir abgeschlossen. Gibt es sonst noch was? Hier ist die Pflanze. Ah, da hinten. War doch. Nein, nein, nein. Ich bin so ein Lappen. Ich dachte, da unten ist Boden. Kann man hier rein? Kann man hier runter? Jetzt mal ernsthaft, kann man hier runter? Ich sehe es halt nicht. Doch, kann man. Wow, what? Echt? Oh mein Gott, wie fies. Ich guck doch mal nicht, dass ich noch irgendwo eine Feder verpasst habe. Nee. Okay. Oh. Ein weiterer Ghostwriter hat sich hier versteckt. Der sich gar nicht gewehrt hat, den man einfach nur sammeln musste. Ja, habe ich es gegen. Muss ich ja nicht unbedingt Stress machen, ne, mein Bruder? Kann man ja auch alles, ja, sozial aushandeln, würde ich mal ganz gewogen sagen. Du Lappen, kommst auch weg. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Zu den Typen hier. Sie sieht ein wenig unterernährt aus. Jesus! Gott sei Dank, dass ihr da seid. Ich wurde von diesen Dingern entführt und sie wollen mich kochen. Warte mal, stand da gerade Jesus? Locker, das sollte Jesus sein, oder? Dass die Entwickler sowas einbauen, als ob der Jesus sagt. Wenn sie Hunger haben, sollten sie sich einen Charakter aussuchen, der ein wenig fülliger ist, meine Liebe. Gottchen, man kann dieser Tage einfach keine Entdeckerin von Weltrang mehr sein, mehr gekocht und verspeist zu werden. Helft mir zu entkommen, dann belohne ich euch mit einem Peachy. Aber macht schnell. Meine Entführer können jederzeit mit den Beilagen zurück sein. Okay, was ist meine Aufgabe? Keine Bange, Fräulein. Wir holen dich da raus. Ja, weg vom Topf, seltsamer Dino. Oh, süß. Ah, okay. Achso, wir müssen die jetzt davon abhalten, ranzukommen, ne? Ja, okay, Ding. Das machen wir. Wo ist der? Alter, der kam plötzlich. Ja, Echse und Fledermaus lecker. Mit Skelettsuppe. Geben Konsistenz. Nein. Denke ich jetzt nicht so, dass das eine Konsistenz gibt, eine gute. Nicht so nah ran, nicht so nah ran. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, geschafft. Das Abendessen scheint auszufallen. Oh, danke, liebe Echse. Mein ewiger Dank ist dir gewiss. Diese Wilden haben eine anständige Abreibung gekriegt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen werden. Spürst du das in deinen Knochen? Bitte nehmt eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Spürst du das in den Knochen? Ein Klassiker. Hier natürlich auch wirklich gemeint. Hier ist eine Feder. Nicht so sozial, aber da auch. Und da auch. Immer her damit. Dann ist da hinten wahrscheinlich auch einer. Ja. So sieht's aus.
Also sind überall die Schmetterlinge. Jo, was mich jetzt nicht interessiert ist, was ist in den ganzen Tunneln drinne? What ist in den ganzen Tunneln drinne, ey? Hä? Wie jetzt? Gibt's da keinen normalen Durchgang? Anscheinend ja nicht. Oder war ich hier schon drinne? What? Nee. Okay, hier. Geht's anscheinend nirgendwo hin. Aber wait. Hier geht's hoch. Hä? Just, warum geht's hier hoch? Warum geht's hier hoch? Okay. Okay, ziemlich suspekt das Ganze. Naja. Können wir ja alles später nochmal machen. Aber momentan kann ich da nichts machen. Das sieht auch so, das ist so ein wichtiger Weg. Ah, vielleicht kann man ja. Das ist ja kein Geheimnis. Man kann in Yooka-Laylee, kann man Welten erweitern. Vielleicht geht's ja da dann irgendwie weiter. Ah, nein. Oh. Achso, den muss ich gar nicht mehr wecken. Ja, vielleicht geht's ja. Das hört sich doch ganz sinnvoll an, oder? What? Ach da versteckt er sich. Aufwachen! Wow. Sehr gut. Wo versteckt er sich hier? Da. Aufwachen, mein Judah. Schaffen. Und hier ist der Peachy. Einfach so? Na, was heißt einfach so? Ist sie schon? Jo! Hier war leicht zu bekommen. Hey, ihr scheint genug Peaches gefunden zu haben, um meine Welt zu erweitern. Ja, aber das interessiert mich nicht. Trefft mich am Großwälzer-Eingang. Wenn ihr bereit seid, dann erzähle ich euch mehr. Nee, möchte ich aber noch nicht. Möchte ich noch nicht. Hier gibt es noch so viel zu tun. Warum sollte ich denn jetzt schon aus der Welt raus? Das leuchtet mir nicht ein. Da, es leuchtet mir nicht ein. What ist hier? Und was stellst du da? Ja, frag mich auch. Ich bin ein Peachy-Stück. Ich wurde von Kapital B's Schergen zerrissen. Und in diesen Dschungel geworfen. Alter. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte findet meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding. Keine Bange. Wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen. Klingt echt bekloppt, wenn man das sagt. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yooka. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Ja. Oh, hier gibt's viele Federn. Oh, wo geht's denn überall hin? Verschiedene Wege. Ich gehe aber erstmal hier lang. What? Geht mal alle weg. Wen habe ich denn hier gefunden? Mensch. Wer bist du denn?